Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder auf der Baltic Sea unterwegs. Wir sind bereits in Folge 16 und ja, wir sind am Ballen, ne? So simpel ist es. Wir machen Stroh, wir wissen, dass das Lager funktioniert, das ist alles super. Ich bin wieder mal viel zu weit gefahren, also überhaupt nicht super, aber so sieht's halt aus. Dann werden wir nachher mit dem Onimog den ganzen Spaß aufnehmen und gucken, dass wir die bei uns im Ballenlager unterbringen. Das hätte doch was. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir es abladen müssen, weil irgendwie war der Abladefleck nicht ungefähr nicht der, den ich mir vorgestellt hätte, der es sein müsste. Aber wir werden es ja sehen, weil wir können es mit der Automatik-Lade-Abladefunktion hier einfach runternehmen, abladen und dann wieder klappt. Und wenn es nicht klappt, nehmen wir es halt einfach wieder hoch und fahren ein Stückchen weiter, bis es klappt. Ne? So simpel ist das. So, irgendwie auch wieder überhin gepiest. Ja, so, Entschuldigung für den Räusperer. Ich glaube, unser guter Sauzahnkollege ist irgendwie noch am Fahren. Das ist auch okay. Theoretisch gesehen hätten wir das ja. Okay, in dem Moment ist er natürlich fertig. Natürlich hätten wir das jetzt einmal noch eine Runde düngen sollen. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Haben wir aber irgendwie nicht getan. Deswegen werden wir es wohl in den verschiedenen Wachstumsphasen dann düngen müssen. Weil wir vierfach Düngen anhaben. Oder hatte ich das vorgedüngt? Gucken wir gleich einfach mal. Ist ja kein Problem. Können wir ja machen. Wir sind ja nicht auf der Flucht, wir sind auf der Arbeit hier. So guter kleiner Landwirt hier. Da kriege ich das schon hin. So, wir skippen mal. Da steht er und ist fertig. Das ist schon mal okay. Ich gehe jetzt auf die Karte. Wechsel mal auf Bodenbedingungsschaffenheit. So. Und ist natürlich null gedüngt. Okay. Theoretisch gesehen, was heißt theoretisch? Abfahrer entlassen. Strecke erstmal weg. Das erstmal aus. Motor erstmal an. Wo sind wir denn? Hier sind wir. So, wir fahren hier eine Runde rückwärts. Ich würde sagen, den Sauzahn, den stellen wir jetzt. Okay. Geschickt gemacht von mir natürlich. Jetzt wieder nach hinten schalten sollen, dann würde ich auch den Sauzahn wegpacken. So, Sauzahn weggepackt. Ich fahre es nämlich nochmal los und hole den Streudünger. Und dann gehen wir da mal eine Runde über hin. So simpel ist das Ganze. Können wir nämlich auch mal testen, wenn der Streudünger mal nicht voll sein sollte, ob wir den voll machen können bei unserem Fermenterturm. So simpel ist es. Und dann müssen wir noch ein Heizkraftwerk setzen. Haben wir auch noch nicht. Was können wir denn machen, wenn wir beim Fermenterturm sind, beim Füllen? Kriegen wir alles hin. So, gut. Mit dem großen, dicken erstmal los. Weil der kann nämlich jetzt auch ruhig das Ganze düngen. Das macht jetzt gar nichts, wenn ich den Traktor jetzt wechsle. Liegt einfach daran, dass wir eh noch nicht mit dem Stroh fertig sind und er da eh noch nicht weitermachen kann mit dem Sauzahn. Ne? Ist halt so. So einfach ist es. Hier irgendwo drinnen, hier vorne, ist glaube ich unser Streudünger. Da war. So. Vorsichtig hier ranfahren. Sehr gut. So. Ah, ich habe wieder mal das Gewicht vorne abgemacht. Ja, es ist schon geniehaft, muss ich sagen. Ne? Hallo? Ich habe jetzt das Ding mal mitnehmen hier. Nö, anscheinend nicht. Warum kann ich das denn nicht mitnehmen? Jetzt kann ich es mitnehmen. Oh, das ist voll. Okay. Kein Problem. Klappe zu. Alles dürfte. Schönes Ding. Vollgeladen ist er. Ist eine Ladung, die wir nicht kaufen brauchen. Probieren wir zwar den Fermenterturm auch noch nicht aus, aber da kann ich auch mitleben. Dann werde ich mich jetzt erstmal hier einen Streukurs machen. Auch Curseplay. Ich werde ihn das mal machen lassen. Das wird in Millisekunden fertig sein, weil das Feld ist ja nicht sonderlich groß. Und dann werden wir in der Zeit mal ein Heizkraftwerk kaufen. So einfach ist das. Schönes Heizkraftwerk. Das hat was. So, fahren wir hier rum. Können wir auch mal gucken, wo wir das Heizkraftwerk hinsetzen.
So, ich fahre wieder an die rechte Seite ran, wie ihr schon mal gesagt habt. Ich mag es am liebsten immer ordentlich von der gleichen Seite, dann weiß man auch immer, wo man starten muss. Ne? So der Punkt. Also hier rauf, hier hin, stehen bleiben. Menü aufgehen. Wir sind bei. Falsch, da, düngen und sehen, da müssen wir hin. So, 24 Meter, gut erkannt. Feld 4, gut erkannt. Startposition, wo wir gerade rumlungern. Vorgewende. Boah. 1. Wir gucken mal. Machen. Aha. Ja, das ist super. Sieht doch töfter aus. Kriegen wir es hin. Da will er starten. Dann sieht das noch töftiger aus, wenn wir jetzt hier uns mal passend positionieren. Gucken jetzt natürlich noch, sagen, er soll am ersten Wegpunkt starten. So, und dann speichern wir ab. Nämlich Feld 04, Düngen 24 Meter. Das dürfte es sein. Und jetzt dürfte er loslegen. Und jetzt freut Düngen. So einfach ist es. Ich steige immer aus. So. Und jetzt laufe ich hier lang, muss ich zugestehen. Aber hier fahren wir jetzt ja sonst auch lang zu unserer Wiese. Jetzt bin ich mal überlegen, ob wir hier hinten nicht auch irgendwo das Heizkraftwerk setzen können. Hier ist das alles ein bisschen engig. Wäre natürlich das Einfachste, wenn wir es irgendwo mit auf dem Feld setzen würden. In so einer Ecke, wo es am wenigsten stört. Ne? Das ist immer so die Geschichte. Also hier kommen wir reingefahren. Hier wollen wir den Kram abladen. Von hier kommen wir. Hier rum. Hier sollte Platz zum Durchfahren sein. Theoretisch gesehen müssten wir es eigentlich hier hinbauen können. So, wir gucken einfach mal. Platzierbare, nicht positionierbare. Dann ziemlich hinten, wenn ich mich nicht täusche. Schon mal vorbei. Nö, also doch ziemlich hinten. So. Da haben wir's. Tada. Ne, hier oben drauf stellen wollen wir es nicht. Das ist nicht so praktisch. So, also wie gesagt, wir kommen hier angefahren, sind da am Abladen. Fahren hier rauf. Müssen hier rum. Eigentlich können wir es gleich hier vorne hinstellen. Das stört es eigentlich kein Stück. Kann ja nicht platziert werden, ist mir schon klar. Ich drehe mich jetzt einmal selber, aber ich will es natürlich ein bisschen an den Zaun anpassen. So. Klump gesetzt. Geld ist weg. Nein. Doch, ist es aber. Da steht das gute Zeug. Bisschen drumherum Rasen gemäht, hingesetzt, fertig. Da geht die Brennanlage rein. Und ja, Fernwärme, wie auch immer ihr es nennen wollt, keine Ahnung. Irgendeine Geschichte muss man sich ausdenken dazu. So, wie weit sind wir denn hier? Wir haben nichts mehr drin, er hat alles verarbeitet. Wir haben 24.000 Liter Dünger am Bord. Und wir haben 112.000 Liter Silage. Das ist traumhaft. Finde ich wenigstens. Er will hier noch die Fäuste ballen. Er lungert hier noch ein bisschen rum. Ich glaube, den Traktor an sich bräuchten wir eigentlich hier nicht stehen haben. Wir können noch eine Runde Wasser zu den Nudeln bringen. Das ist klar. Das würde sogar Sinn machen. Deswegen würde ich sagen, wir füllen den Spaß hier nochmal. Bringen das Wasser da nochmal hin. Und dann können wir den Traktor nämlich nehmen und einmal den Hänger nehmen. Und mal eine Runde Silage. Mal gucken, erstmal, was für einen Preis wir haben. Es gibt natürlich gerade komplett in die falsche Richtung, das macht aber nichts. Da wollte ich hin. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ist das Heizkraftwerk hier schon eingefügt worden? Weil wenn nicht, dann wird es erst eingefügt, wenn ich einmal gespeichert und einmal wieder geladen habe. Aber das ist dann kein Problem. Kriegen wir hin. Ah, hey, Paletten seht ihr selber, können wir auch pro Liter verkaufen hier hinten. Und der Preis ist sogar gerade schlecht. Also das ist nicht das Problem. Also wie gesagt, die vielleicht kommende Bäckerei wird es können, aber wir können die Paletten auch einfach stumpf verkaufen. Das ist also alles nicht das Problem. Geht alles. So, weil Brot seht ihr hier schon, ist schon mit drin hier in der Liste. Wir haben bloß noch keinen Brotverkaufspunkt gesetzt, deswegen gibt es auch noch keinen Preis, ne? So. Ja, die Anlage wird aber beim nächsten Mal dann auftauchen. Das ist auch kein Problem. Wir fahren jetzt erstmal einmal hier das Schild fast um. Ne, wir laden das Wasser nochmal nach.
Und dann kümmern wir uns mal noch eine Runde, dass wir die Ballengeschichte da fertig kriegen. Das macht, glaube ich, richtig Sinn. So, wir fahren hier mal gemütlich rauf. So. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt hier nicht weiter Nudeln produziert. Auch das ist gerade irgendwie ziemlich komisch. Fast so komisch, dass mein Hänger hier irgendwie spackt. Wenn ich jetzt im Zaun hänge. Hilfe, Hilfe, der Bordstein macht mich fertig. So, kriege ich jetzt hier einen passenden Bogen, um dahin zu fahren. Ja, ich weiß, das sieht gerade ziemlich sparsam aus. Das sollte auch eigentlich nur ein kleiner Bordstein darstellen, nicht ein 2 Meter Sprungbrett. Aber es wird im Spiel leider wie ein 2 Meter Sprungbrett behandelt. So, ich lasse mal kurz hier stehen. Der gute Favorit ist nämlich schon wieder fertig. Hat wohl alles gedüngt. Schauen wir uns natürlich jetzt erstmal hier an. So, ja, da, Düngephase ist drauf. Super, okay, dann bin ich jetzt so dreist und mach das hier weg. So. Mach ihn an. Und stelle den Streudünger auch da vorne ab und hol die Sämaschine her. So einfach ist das. So. Weg ist es. Wir wenden einmal mutig. Weil mit dem Sehen brauchen wir auch eine ganze Zeit. Und bis wir die Ballen fertig gemacht haben und den ganzen Spaß aufgenommen haben, brauchen wir auch eine ganze Zeit. So simpel ist es. Kriegen wir also alles hin. So. Einmal wird noch irgendwo die Sämaschine vom Hof. Ich hätte eigentlich auch darauf fahren können. Ne? Fahren wir hier zum Mitteleingang einfahrt, aber brauche ich hier gar nicht ganz hin, glaube ich. So. Können auch hier lang fahren. Hier irgendwo ist das gute Stück drin auf jeden Fall. Da. Nein, ich will das vorne nicht abmachen, sondern hinten dran. So, Sämaschine. Die Sämaschine müsste jetzt. Gucken nochmal. War die vorne weiter? Ich habe jetzt. Ne. Da haben wir sie. So. Ja, das ist einfach eine normale Sämaschine. Seht ihr da selber? Ne? Düngen müssen wir hinterher wieder. Also ist alles okay. Was wir hier nicht drin haben, ist Saatgut. Aber ich glaube. Ich glaube, hier hinten ist Saatgut drinne. Oder wir müssen Saatgut da kaufen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir werden jetzt hier mal eine Runde ausprobieren. Ich fahre einfach mal eine Runde rückwärts ran. So. Guck mal, drücke jetzt R. Ja, unser Geld verschwindet. Also wir kaufen jetzt hier Saatgut. Wir haben jetzt hier kein Saatgut. Aber das ist nicht das Problem. Da wird man natürlich dann wie auch eine Saatgutproduktion dementsprechend noch uns anschaffen. Und dann läuft das auch. So, hier war auch eine Ausfahrt. Ja, richtig. Da war es doch schon. Ja, so super teuer war das Saatgut jetzt nicht.
Seht ihr selber. Geht irgendwie so um die 70 für 100 oder sowas. 700 für 1000. Ja. Boah. Klar, kleckert sich natürlich zusammen. Wenn wir das Zeug jetzt nur selber produzieren, ist nicht mehr ganz das Problem. Ne? So. Wir machen hier genau das gleiche wie vorher auch. Erstmal gucken wir, was wollen wir hier anbauen. Wir kriegen, wenn ich mich nicht täusche. Nein, da, ihr seht, es ist zwischenzeitlich reif geworden. Wir können die Drescher holen. Die 1 und die 22 sind reif. Ja. Okay, müssen wir natürlich auch schon denken. Hier seht ihr schon, Heizkraftwerk ist schon gesetzt. Ne? Das ist das gute Stück. Wir können natürlich jetzt mal gucken, hat das jetzt hier aufgenommen. Ne, aber das werden wir dementsprechend dann ändern. Das ist kein Problem. So, ja, wir haben, genau, das wollte ich, das mache ich noch einmal im Kurz hier. Gerste, und wir haben noch eine große Menge Weizen, die reinkommt. Und hier war ja Weizen drauf. Ne, das heißt, hier kommt Gerste. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mal sehen, dass wir hier jetzt nochmal Gerste nachhauen ein bisschen. Das macht dann Sinn. Aber ja, die Gerste sehen, die sehen wir erst beim nächsten Mal. So sieht es nämlich aus. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr an Teilen freuen. Abo wäre natürlich auch klasse. Dann sage ich vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.